Ja, servus Leute, ich bin's wieder, euer Jan, und ihr habt es bestimmt schon mitbekommen. Heute ist nicht euer Jan am Start, sondern eine fremde Person spricht zu euch. Und deswegen möchte ich mir kurz vorstellen. Also, ich bin der Chairman Brothers aka JB und mache ebenfalls wie Jan Commentaries. Und ich kenne Jan aus dem Clan Germany the Army. Ich bin da Co-Leader seit ungefähr einem halben Jahr. Und Emko hat mich gebeten, heute mal ein Gamely Commentary aus seinem Kanal hochzuladen, indem ich kurz die aktuelle Situation von ihm erkläre und auch so noch ein paar Tipps gebe. Aber zuerst zu dem Thema von Jan. Also Jan hat ja jetzt, glaube ich, seit einer Woche kein Commentary hochgeladen. Das hat er nicht einfach so gemacht, um euch zu ärgern, sondern es hat ja auch ein paar Gründe. Ein Grund zum Beispiel ist, dass er zurzeit ein bisschen Stress hat. Also in der Ausbildung halt. Ja, es war jetzt, glaube ich, Ferien, so wie ich das mitbekommen habe, aber davor war es halt nochmal ziemlich stressig. Und das zweite Thema ist, ja, der liebe Jan hat jetzt auch eine Freundin. Also er ist jetzt vergeben. Das heißt auch, er verbringt viel Zeit mit seiner Freundin, kommt wenig zum Zocken. So wie ich das auch mitbekommen habe, hat er, glaube ich, seit einer Woche nichts mehr gezockt. Also egal ob ME2 oder Black Ops. Das heißt, so ist auch kein Gameplay entstanden. Und ja, vielleicht auch so ein Thema nebenbei für euch. Ich habe es mitbekommen, dass einige ihm geschrieben haben, per PN, dass sie ihn deabonnieren möchten. Der Grund war einfach, dass er jetzt eine Woche nichts gebracht hat auf YouTube. Und finde ich ziemlich schade, wie ich finde, weil YouTube ist eigentlich eine freie Sache. Er hat auch keine Aufgaben irgendwie zu erledigen, indem er in einer bestimmten Reihe Games hochladen muss, also in einem bestimmten Zeitraum, sage ich mal. Aber das ist jetzt nicht das Thema. Ich möchte nochmal ein kurzes Wort zum Gameplay verlieren. Und zwar ist das ein TDM auf Su. Das Ganze wurde erspielt mit der AK-47 schallgedämpft. Meine Secondary müsste, glaube ich, die Python gewesen sein oder die CZ-75. Bin ich mir gerade nicht sicher. Meine Perks sahen wie folgt aus: Flinkheit Pro, Plünderer Pro und Ninja Pro. Und meine Ausrüstung war die Semtex, die Stun-Granaten und die Claymore. Ich habe mit den Killstreaks gespielt mit der Drohne, mit dem Blackbird und mit den Hunden. So, das Thema ist heute DLC, weil vor kurzem ist ja das dritte DLC erschienen für den PC und für die PS3. Es sind ja wieder vier neue Multiplayer-Maps und eine neue Zombie-Map. Ich habe jetzt auch schon mal die neue Zombie-Map angespielt und muss sagen, die ist ziemlich cool. Macht ziemlich viel Spaß, aber ist auch ziemlich schwierig, wenn man sich da nicht auskennt. Vielleicht würde ja noch das ein oder andere Zombie-Gameplay von Jan folgen auf der neuen Zombie-Map. Aber das ist jetzt nicht das Thema, sondern es sind ja bis jetzt schon drei DLCs erschienen für Black Ops. Und soweit ich das mitbekommen habe, soll es ja im September noch ein viertes DLC geben. Das wird dann wahrscheinlich auch wie die anderen drei, vier Multiplayer-Maps plus eine Zombie-Map beinhalten. Und ich möchte euch jetzt mal generell meine Tipps erzählen oder vermitteln, wie ich da am besten vorangehe, um ein gutes Gameplay zu erspielen. Also ich muss sagen, ich habe auf dieser Map noch nie gespielt. Also dieses Gameplay ist da jetzt am Anfang entstanden. Und wie bin ich da vorangegangen? Also ich habe mich erstmal um meine Klasse gekümmert, und zwar, ich kenne die Map nicht. Ich kenne kaum Laufwege, weiß kaum, wo die Gegner gespawnt werden, wo ich mich gut verstecken kann. Aber deswegen habe ich mir auch eine Klasse erstellt mit dem Schalldämpfer, was mir ziemlich wichtig war, damit ich auf dem Radar nicht erkannt werde von den Gegnern. Dann habe ich mir auch Plünderer eingepackt, um ja das Päckchen, wenn ich einen Gegner gekillt habe, wieder aufzusammeln. Das bringt mir wieder eine Stun-Granate plus auch eine Semtex oder eine Frag-Granate, je nachdem. Und so habe ich mich eigentlich auch vorangearbeitet, wenn ich mir nicht sicher war, ob da jetzt ein Gegner kommt oder nicht. Habe ich einfach mal eine Stun-Granate ja vorgeworfen, sollte ich etwas angehittet haben, habe ich meine Semtex hinterhergeschmissen, um so sicher zu gehen, ob da jetzt ein Gegner ist oder nicht. Ich meine, man kann sich nie hundertprozentig sicher sein, ob da jetzt was kommt oder nicht. Aber so habe ich doch eine relativ große Chance, wie ich finde, ja, sicher zu gehen, ob da ein Gegner kommt. Dann habe ich natürlich auch Flinkheit eingepackt, falls dann nochmal ein paar Gegner um die Ecke kommen sollten. Ich hätte mir eventuell auch gestählt einpacken können, da ich ja den Schalldämpfer drauf gepackt habe. Aber die AK-47 ist auch so stark genug, wie ich finde. Deswegen auch Flinkheit. Als drittes Perk habe ich ja Ninja eingepackt. Und das finde ich eigentlich ziemlich wichtig, wenn ich auf neuen Maps spiele. Weil ich bin gerne ein Spieler,
der auf Sound spielt. Und wenn ich da mit Taktikmaske spiele, dann irritiere ich mich teilweise ein bisschen selber, weil ich da die Schritte vom Gegner nicht genau höre. Also es gibt ja auch Gegner, die spielen mit Ninja, aber die höre ich teilweise auch so vom Headset her, also nicht so gut, als wenn sie zum Beispiel Taktikmaske haben oder Marathon, aber ich höre sie teilweise auch so. Deswegen habe ich mir auch Ninja eingepackt, kann ich euch auch nur empfehlen, weil so irritiert ihr euch auch selber nicht, wenn ihr auf einer neuen Map spielt. Und kann ich eigentlich nur so empfehlen. Dann habe ich auch generell mich nur so außerhalb oder ja am Rande der Map bewegt. Also ich bin nicht unbedingt durch die Mitte gelaufen. Ist einfach der Vorteil, wenn ich am Rande der Map bin, dann können die Gegner eigentlich nur von innen kommen. Also vielleicht auch von vorne, wenn die Gegner auch außerhalb der Map sind. Was heißt außerhalb, also am Rande. Aber die meisten, die laufen dann irgendwie durch die Mitte, weil sie sich selber nicht auskennen. Und ich bin da gerne einer, der sich ja so am Rande aufhält und dann vielleicht mal nach innen stoßt, wenn man das so sagen darf, um dann den einen oder anderen Gegner zu holen, um meinen Killstreaks aufzubauen. Dann vielleicht noch ein kurzes Wort zu den Killstreaks. Also ich habe ja mit recht hohen Killstreaks gespielt, bis auf die Drohne. Aber die Drohne würde ich auf jeden Fall immer empfehlen bei neuen Maps, weil ich sage mal, sie ist eine der wichtigen Killstreaks generell in COD, wie ich finde. Weil sie kann sehr hilfreich sein. Und deswegen habe ich die Drohne eigentlich so gut wie immer dabei. Außer ich kenne eine Map ziemlich gut und weiß, wo ungefähr die Laufwege sind von den Gegnern, wo da ein Gegner kommen könnte. Und ja, dann vielleicht noch ein kurzes Wort zu meiner Ausrüstung. Ich habe ja noch mit der Claymore gespielt. Die kann ich euch eigentlich auch nur empfehlen, um euch hinten abzusichern. Weil die meisten spielen irgendwie mit Plünderer oder mit Geist oder Hardliner. Ganz wenige spielen mit kugelsicherer Weste. Und eigentlich ist dann immer ein Gegner, sobald er in die Claymore läuft, nicht in den Gegner, in die Claymore läuft, ist er dann eigentlich immer, ja, tot. Also ist eigentlich ein Kill mehr für euch. Vielleicht so als Tipp am Rande. So, das war's vom Gameplay wieder her. Der Endscore ist ein 44 zu 3. Ich hoffe natürlich, dass euch das Gameplay einigermaßen gefallen hat. Ich konnte euch hoffentlich ein paar Tipps geben für neue Maps, wie ihr da so rangeht. Und nochmal ein Dankeschön an dich, Jan, dass ich mich kurz präsentieren durfte auf deinem Channel. Und wenn euch das Gameplay gefallen hat, dann gebt einen Daumen nach oben und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer JB. Inside the grave, the crows on fire. You are the boss, keeping girls off the mountain bottom. Using for the poor to give me beavers, come on top. Death is the next one to take.